Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Colossus. Tja, heute ist Koloss Nummer 6 dran. Und ja, ich hoffe mal, dass ich den schnell finde. Da musste ich hin und wieder nämlich mal ein bisschen suchen, aber ich denke, das kriegen wir hin. So, aber erstmal wieder im Schrein ankommen. Und die fünf Schatten neben uns beobachten. Ja gut, eigentlich beobachten die ja uns. Uch. Die Statue des Greifvogels ist jetzt weg. So, Dormin, dann klär uns mal auf. Schön. Erstmal Agro zu uns. Aha, in der Richtung lebt er. Okay. Na komm. Wir haben doch keine Zeit. Aha. Wir werden wohl einen kleinen Umweg reiten müssen. Oder wir könnten wieder die Schlucht hinabfallen, denn in die Richtung liegt das ja. Wie in der ersten Folge. Das wäre der direkte Weg. Klar, wir nehmen den direkten Weg. Schöner Tempel. Ja, richtige Richtung. Immer schön weiter hier durch den Wald. Möglichst nicht mit einem Baum anecken. Wow. Ah, hier ist Schatten. Alles klar. Hoppala. Wo rennst du denn hin, Agro? So. Ich warte unten auf dich. So, wo müssen wir hin? Ah, wir sind immer noch im Schatten. Na gut. Na, Agro, beeil dich. So, da hinten haben wir Sonnenlicht. Da können wir wieder die Richtung einschätzen. Ah. So. Wow. Ah, wir stehen praktisch fast schon drüber. Ich hoffe mal, ich bin jetzt den richtigen Weg gegangen.
Ist der. Mal sehen, wenn er da unten ist. Ja, ich werde mal hier lang reiten. Ach, ich will mich nicht verlaufen. Eine Wüste. Ah, okay. Da hinten müssen wir hin. Ja, Koloss Nummer 6 waren wir immer nie so geläufig. Obwohl Aggro schon rennt, kommen wir ganz schön langsam voran. Oder das ist einfach nur sehr weit weg. So. Da wären wir doch schon. Hier drin wartet mein sechster Koloss. Ah, hier ist der Eingang. Gut. Hopp, hopp, so. Ach. Na, Ausdaueranzeige sind ja wieder gestiegen seit dem letzten Mal. Okay, da wären wir. Puh. Okay, hier müssen wir runter. Mal sehen, ob es klappt, wie ich das will. Ja. Oh, oh. Seine Lebensanzeige ist schon da. Er hat ganz schön Bart dran hängen. Wow. Wir sollten uns beeilen, von dem wegzukommen. Er ist nämlich, wie Dormin schon gesagt hat, ziemlich zerstörungswütig. Wir müssen ganz ans Ende dahin. Von hier aus so klein aus. Na, ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Oh shit. Jetzt ist auf dem Weg zu uns. Okay, hopp. Wow, da ist er ja schon. So, jetzt müssen wir abwarten, bis er hier reinlinst. Oh, Schwack. Das ist auch böse. Vielleicht müssen wir ihn mal provozieren. Hey, du Doofmann, hier sind wir unten. Ja, dein Bart ist deine Schwachstelle. So, Freundchen. Halt still.
Wanda, kletter gefälligst. Boah. So, da haben wir seinen Lebenssiegel. Schon fängt er an durchzudrehen. So, nicht runterfallen bitte. Aber erstmal, wow. Mann, der ist aber auch temperamentvoll. Ah, los hoch da. Bisschen Ausdauer wiederherstellen. Wow. Er ist böse. Festhalten. Und jetzt rauf auf den Schädel. Gut. Los, immer weiter. Ui. Das Siegel auf seinem Kopf ist weg. Wo hat denn der noch eine Schwachstelle? Müsste ich jetzt mal. Oh nein. Bitte. Auf seinem Rücken. Na herrlich. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht mehr. Nein. Oh. Ist ja echt geil. Los. Und, oh nein, ich hätte noch zustechen können. So, ein Piekser noch. Okay, das war's. Wäre Koloss Nummer 6 erledigt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge mit Koloss Nummer 7. Der wird auch wieder schön. Also, man sieht sich. Tada!